Zum Wort ist nun niemand mehr gemeldet und damit ist die Debatte geschlossen. Es liegt das Verlangen vor, die Wahlen in Wahlzellen durchzuführen und daher werde ich auch so vorgehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind im Abstimmungsvorgang und in den Vorbereitungen. Daher würde ich Sie bitten, mir zu lauschen. Wir werden zunächst die Wahl des Präsidenten des Nationalrats vornehmen. Es liegt ein Wahlvorschlag lautend auf Magister Wolfgang Sobotka vor. Ich mache darauf aufmerksam, dass gemäß § 87 Absatz 3 der Geschäftsordnung auch stimmengültig sind, die auf andere wählbare Kandidatinnen oder Kandidaten lauten. Gemäß § 87 Absatz 7 der Geschäftsordnung ist die Wahl des Präsidenten geheim und zwar mit Stimmzetteln durchzuführen. Ich unterbreche nun kurz die Sitzung, um eben die technischen Voraussetzungen für die Wahl auch zu schaffen. Die Sitzung ist kurz unterbrochen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht so gut bin. Ja, aber ich muss auch nicht einfach.